den, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Schauen wir stattdessen auch lieber ein bisschen in den Split. Blau 55 HP, Rot Lunchbox. Das ist quasi schon so ein kleines vorverlegtes Halbfinale, könnte man sagen. Wir sehen beim roten Team Quoth und Bullet Punch, die hier direkt Richtung Enemy Close Point pushen. Auf der anderen Seite machen das Shut und Misha gleich auch. Sind aber ein Ticken langsamer, sodass da eventuell der Cap durchkommen könnte. Cap nein, wird es dann genug. Doch nicht ganz. Shut kann sich dann natürlich immer noch wunderbar retten. Hier oben positioniert haben wir Himbeersaft Glas, der aber direkt einen Illusionary Berserker da auf seine kleinen Holzstäbchen bekommt. Bewegt sich da jetzt auch runter, ist natürlich eine schöne Position, um von da aus ein bisschen zu damagen. Milo zurückgezogen hier auf die Main, um das Ganze zu verteidigen. Gegenüber sehen wir da dasselbe. Milo, richtig. Ja, da haben wir Milo nämlich auch auf dem Close Point zusammen mit Issei. Das ist wahrscheinlich die etwas bunkerlastigere Kombo hier, die das Ganze lange halten können wird gegen die zwei Angreifer. In der Mitte übrigens ein schönes Hambo 1 gegen 1. Das könnte sich auch so ein bisschen in die Länge ziehen. Issei ist jetzt hier gerade am Erdwerk. Das Fokus-Target geht auch schon relativ low. Wie ich mal von ihm gelernt habe, manchmal reicht es einfach, sich so ein bisschen hoch zu casten. Nutzt dann nämlich auch das Siegel, wo er sich passiv mit den Spells heilt. Das heißt, auch wenn es hier so aussieht, wirklich down ist er noch nicht. Jetzt allerdings liegt er, in dem Moment, wo ich das sage. Ah, Melo kann nochmal, da kommt, aber, oh, Safe Storm wurde angesetzt mit der Mistform, aber dann natürlich auch noch die Downstate Mistform hier bereit. Melo setzt wieder zum Rest an, frisst dabei unglaublich Schaden, aber hat dafür noch Renewed Focus ready, um sich da zu retten, und Issei steht wieder. Also hier wunderbar die Situation gerettet. Wir haben hier jetzt gerade die Main schon im Besitz von... Achso, haben wir im Besitz von Box? Ja, von Box, genau, weil Misha und Chat nämlich immer außen rum rotiert sind. Aber sie haben halt den Stomp gerade bekommen, sowohl auf Milo Kreiter als auch auf Himbeersaftglas. So kommt auch hier wieder der schnelle Dimiri Decap. Hat sich von den unglaublich knapp gerade durchgesetzt in der Mitte, hat gerade den Stomp hingebracht mit, ich glaube, 40 HP oder sowas sah das aus. Sehr schön gemacht da. Jetzt wird hier Shut probieren, möglichst lange Himbeersaftglas aufzuhalten, um den Cap an der Main durch Misha durchzubekommen. Aufhalten, und das schafft gut, er auch. Ne? So wie Himbeersaft hier gerade schmilzt durch die Angriffe von jetzt auch inzwischen Misha. Geht auch blitzschnell in den Downstate, da wird direkt zu einem Safe Stomp angesetzt, der auch durchkommt. Sogar noch mit Portal, um schnell genug wieder auf der Main zu sein und den Decap nicht zu verlieren. Jetzt haben wir hier, wir hätten fast eine entscheidende Situation an der Henge gehabt, aber das wurde wieder ganz schnell geklärt. Damit Melo ist in den Downstack gegangen, da hat Issei den Rest angesetzt und Aldimiri direkt von der Mitte, als er das Duell gewonnen hat, da zur Verstärkung gekommen. Jetzt hat Melo natürlich die Möglichkeit abzuschwenken, wird sich direkt zum Farpoint bewegen, um das ein bisschen abzusichern, weil da einfach so ein Mesmer stehen zu haben, ist nicht unbedingt das Effektivste zum Bunkern, und Shut ist da hinten auch schon tot. Ja, das ist das, was 55 HP immer macht. Sie lassen gerade. Oh, jetzt könnte ihnen aber hier die offene Mitte zum Verhängnis werden. Sie lassen dann immer den Pain Train angreifen, aber zum Halten ist er natürlich nicht brauchbar. Also die Kombination aus Mesmer und Deep. Stattdessen dann Melo mit dabei, der halt den Support als Bunker Guardian liefern kann. Sie haben die Mitte für die Restaktionen von Karsype an der Henge offen gelassen. Das hat sich allerdings auch bezeigt gemacht, denn da wurde gerade Quoth, der Elementalist, von Box gestompt. So haben wir auch hier jetzt den Double Cap. Mitte zwar verloren, aber dafür die beiden Außenpunkte. Wir sehen sehr, sehr offensives Verhalten hier von 55. Die haben die Übersicht, wo halten sich die Spieler von Box auf. Und dementsprechend können Issei und Melo beide ein bisschen offensiver ihren Punkt verteidigen. Ja, ob sie da wirklich so die Übersicht haben? Ja, sie haben die Übersicht. Quoth respawn, will sich direkt zur Main bewegen. Issei sofort zurück, ist natürlich mit dem Ride the Lightning auch unglaublich schnell. Und jetzt haben wir hier den großen Mid-Fight. Dann natürlich, nein, Quoth will sich da nicht dem Fight anschließen und daraus ein 5v4 machen, sondern lieber auf den Enemy Farpoint, in diesem Fall die Henge, und da den Decaper, möglicherweise sogar den Cap holen. Obwohl Issei, was macht er da? Ich glaube, er... Nee, er verteidigt, oder? Ja, gegen wen momentan ist die Frage, weil noch geht keiner down. Ja, er möchte halt einfach den Punkt scheinbar absichern, damit sich niemand aus der Mitte rausziehen kann. Die Kombination oder die Team-Kombo von Box ist natürlich nicht ganz so mobil, wie wir das bei 55 HP auf der Seite haben. Wenn man reinschaut mit zweimal Wächter, Krieger, Elementalist und Necro, das ist alles nicht so. Jetzt haben wir anstatt da wirklich zu defensiv zu bleiben oder gleichzeitig defensiv zu bleiben, hier den Zwanier von Issei. Den schafft er auch uncontested. Quoth schaltet sich jetzt hier mit in der Mitte ein. Bei dem Fight Shut hat sich catchen lassen anscheinend, und Misha geht hinten auch schon in den Downside. Da muss der Rest wirklich sitzen. Solche Squishy-Klassen, das ist sehr schwierig, die wieder hochzuholen, wenn sie einmal im Downside sind. Ah, Karsa stand da jetzt ein bisschen auf der Mitte drauf, hat da
sehr, sehr gut den Punkt verteidigt. Melo kriegt jetzt aus dem Downstate den Decap durch den Knockback, aber man muss sagen, der Fight hier in der Mitte trotzdem aus Sicht von 55 HP verloren. Say macht da jetzt wirklich einen Farpoint-Defender und Quoth auf der anderen Seite macht es ihm nach. Die beiden Elemente des Theories, glaube ich, mit identischem Bild müssen sie zumindest, weil Quoth nicht so sein geändert hat. Oh, Quoth hat sich hier jetzt gerade... Oh, das ist natürlich sehr unglücklich. Hat sich gerade in den Stein hier an der Henge gebackt, in das Plateau. Wollte da Ride the Lightning, glaube ich, an Shutt reinmachen und jetzt sitzt er da drin. Wird hier auch getötet von Shutt. Den Decap hat er sich auch direkt geholt. Da muss er jetzt schnell down gemacht werden. Das ist auch Sportsmanlike an der Stelle. Den Decap hat er sich da trotzdem geholt, wollte das so leicht dann doch nicht hergeben. Irgendwann hört Sportsmanship dann auch auf. Ja, man möchte natürlich den Decap wenigstens bekommen, dass er da schon nicht durchgekappt hat. Ist schon eine Sache. Zudem hatte er direkt Sorry in den Chat geschrieben, so ist es nicht. Also das ist nicht unbemerkt geblieben und das war, glaube ich, auch ganz okay. Man so. Erkennt vielleicht schauen, die Situation gerade als Dieb, da portet man sich oft mal in irgendwas rein. Kann leider passieren. Ja, wir sehen jetzt generell Ingenium in der Mitte so ein bisschen als Punktverteidiger, ist er auf der anderen Seite. Melo rotiert da jetzt auch scheinbar Richtung Farpunkt. Sie vermuten, dass der Respawn, der jetzt kommt, weil hier nach und nach an der Henge getötet wird, sich auch zügig Richtung Main begeben wird. Allerdings kam hier gerade nochmal ein sehr, sehr schöner Rest durch und wie man sieht, ist auch hier der gerade erst respawnte Bullet Punch direkt wieder auf dem Weg zum Quarry, deshalb hat auch Melo inzwischen wieder abgedreht. Das heißt, wir haben hier weiterhin 4 gegen 4, ein bisschen in Favor zurzeit für 55, weil sie von den Lebenspunkten besser dastehen und weil sie insgesamt die höheren Punkte haben, 270 zu 167 hier. Jetzt ist allerdings Misha hier gerade Focus Target von Box in den Downstack gegangen, da wird zu einem Rest angesetzt, aber du kriegst ein Messmer, vor allem wenn ein Elementalist AOE draufhaut, nur sehr, sehr schwer nach oben. Jetzt auch ein paar Probleme liegt am Downstack, der Rest ist angesetzt, Poison war drauf, aber das hat nicht ganz ausgereicht. Also wir sehen wirklich, du hast gerade schon angesprochen, das Resen ist schwierig, aber auch allein die beiden Squishy-Klassen, wenn die sich dann doch mal in die Mitte des Teamfights verirren, kann da sehr, sehr schnell was daneben gehen. Auf der Seite von Lunchbox hier nicht unbedingt so die Squishy-Leute. Wir haben Bullet Punch da als offensiven Guardian, aber der hält immer noch ziemlich hart was aus und hat noch Renewed Focus dabei, also auch einen sehr, sehr defensiven Fokus. Himbeersaftglas ist mehr oder weniger das Target hier immer wieder für 55. Sie versuchen ihn zu bekommen, aber er positioniert sich da als Neko auch immer wieder sehr, sehr schön. Hat im Zweifel seine Deathshroud und natürlich auch seine Seuche als Elite. Das heißt, er ist auch nicht unbedingt das Target, was instant down geht, wenn man das mit Misha oder Shutt vergleicht. Nichtsdestotrotz, auch Bullet Punch gibt hier und auch Quoth lag ja schon das eine oder andere Mal am Boden. Das sind so die drei, auf die sie sich fokussieren werden. Milo Kreiter als Bunker Guard würde man nicht fokussen und der Hambo steht eigentlich permanent auf der Mitte. Inzwischen sieht es so aus, dass sich Issei hier dem Kampf an dem Svanir wieder widmet. Und es scheint so, als würde er ihn auch durchbekommen. Das ist, glaube ich, das, was 55 zurzeit, oder was halt das zweite Mal jetzt 55 ordentlich Punkte bringt, dass Issei hier an den Uncontested Svanir gehen kann. 25 Punkte und der Buff könnte jetzt eventuell auch die Wände auf dem Erdweg bringen. Das ist nämlich zurzeit mehr so ein weniger Durchsterben hier auf beiden Seiten, wobei es 55 HP gerade schlimmer erwischt hat. Oh, aber richtig schlimm. Schalt jetzt auch noch down, wurde dann nochmal rumgenockt, muss aber noch gefinisht werden, weil er sich dann einfach wieder auf den Punkt porten konnte. Jetzt Double und sie gehen auch, glaube ich, direkt auf den Chieftain oder ist das zu riskant mit dem Respawn? Nein, sie nehmen das als nicht riskant an. Wir haben aber Misha theoretisch da hinten wieder direkt, wird er es merken, er hat sich auf der Karte bewegt. Also hätte er da ein Auge drauf gehabt, sie wollen aber das eher probieren, hier wirklich dann schnell die Situation an der Henge zu drehen, was, glaube ich, nicht klappen wird, denn sie fallen schon wieder zurück. Ah, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Chieftain hier von Box. Und er bringt sie auch wieder in eine deutlich angenehmere Position. Es liegen noch immer gute 80 Punkte zwischen den beiden. Aber das ist nichts, was man mit einem Double Cap nicht wieder rausholen könnte. Das ist nämlich jetzt gerade der Fall. Lunchbox hier sehr, sehr schön mit dem Erobern der Henge. Und die jetzt halt so ein bisschen dabei, die Henge zu verteidigen. Issei hat sich währenddessen Richtung Mitte bewegt, um es da mit Ingenium in einem 1-on-1 aufzunehmen. Ich bin mir nicht sicher, wie gut er da als Elementalist klarkommt. Zieht sich da auch gerade lieber wieder raus. Wir sehen auf der anderen Seite Quoth, der Respawn, allerdings auch direkt wieder durch zu Henge. Also das ist wirklich ein Kampf nur Quoth, um den Close Quoth hatte sich gerade von der Henge abgewendet, hat wohl da die Ansage bekommen, hey, der Farpoint ist wieder frei. Issei war da in der Mitte zu Werke, aber dann direkt wieder weggegangen, da lohnt sich das natürlich nicht. Und dann fokussiert sich jetzt wirklich gerade alles auf den Fight. Wir hatten anfangs eine sehr, sehr starke Führung eigentlich schon aufgebaut durch den Double Point Cap und natürlich den sehr, sehr sicheren Svanir, den wir da gesehen haben, für 55. Aber mit diesem Double Cap und vor allem mit der Dominanz
die sie hier doch gerade aufbauen oder jetzt vielleicht inzwischen wieder verlieren, aber gehalten haben, könnte das wieder zu einem Ausgleich führen. Ja, 55 nutzt jetzt ein bisschen besser das Damage-Potenzial, haben da Himbeersaftglas eben nicht oben auf der Kante, sondern mal unten erwischt. Und dann sehen wir, liegt der Necro auch blitzschnell. Quoth muss ebenfalls aufpassen, ist hier, glaube ich, schon im Downstate. Ja, genau, es war im Downstate-Nebel. Milo Kreiter hat es jetzt auch erwischt. Bullet Punch ist gerade erst respawned, orientiert sich jetzt auch Richtung Main. Das heißt, jetzt schwenkt hier Box ein bisschen um, haben gemerkt, okay, Fight an der Hench ist verloren. Rotieren wir jetzt einfach gemeinsam mit dem Respawn hier auf die Mine. Aber das weiß natürlich auch 55. Die Frage ist, was sie machen. Sie lassen machen jetzt Nisha zum Captain hinten. Ja, und machen eine rotieren. Attacke. Shut auf jeden Fall hier ein bisschen. Sie wollen auf jeden Fall nicht einfach irgendwo direkt hinfokussen, dass da Lunchbox die Möglichkeit hat, alle Geschütze zu ziehen und da dann zu verteidigen. Weil den Teamfight, das ist schwierig und das dauert lange. Obwohl, das können sie sich momentan eigentlich erlauben. Ich weiß nicht, warum Shut da noch in der Mitte was probiert. Der hat auf jeden Fall noch ein Auge hier. Jetzt, er hält jetzt auf jeden Fall Quoth auf, ne? Wo auch das theoretisch also jetzt noch Adimiri auf dem Weg ist und ein Portal wäre. Also dreifach abgesichert. Ja, aber man geht halt manchmal auf Nummer sicher. Vor allem, wenn man Issei und Melo auf einem Punkt hat. Das sind halt zwei, die sich gegenseitig hochreihen können, die beide was aushalten. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination, wenn du Misha für ein bisschen Burst hast, der sich da auch sehr, sehr gut positionieren und immer wieder rausziehen kann. Wir haben es jetzt gerade gesehen, im Zweifelsfall Shut beschäftigt, halt aber auch hier die ganze Weg Zeit zwei Leute. Quoth hat hier erst schon aufgegeben, glaube ich. Zumindest steht er nur noch rum. Shut da fast noch den Decap angesetzt, weil sich hier Odium ein bisschen aber weit rausgetraut Quoth hat. Quoth steht da ein bisschen sehr viel für mich, meiner Meinung nach, rum. Ja, nee, Shut jetzt aber auch. Das war schon die Aufgabe. Achso, das war schon und die Aufgabe. Da haben wir dann den Win für 55 HP Monks. Gar nicht mal klar. Nein, also Lunchbox hat sich hier hervorragend, besonders in den Teamfights, gezeigt. Da macht sich halt diese Bunker-Kombo so ein bisschen bezahlt, was das angeht. Sie haben allerdings nicht, glaube ich, nicht ganz den Opener so schön gehabt, wie sie es persönlich gerne gehabt hätten, dass sie dann wirklich zwei oder im Bestfalle sogar drei Punkte direkt im Besitz haben und verteidigen können. Nichtsdestotrotz, 55 HP, wenn der Burst gesessen hat, das hat man sehr, sehr schön bei Himbeer, Saftglas und Quoth gesehen, dann gehen die Ziele halt down. Und wenn ein Ziel fällt, dann fallen gerade in so Teamfights 4 gegen 4 auch nach und nach alle. Entweder fehlt es am Damage oder es fehlt am Support. Und das nutzen die Jungs von 55 HP dann gnadenlos. Man muss natürlich sagen, ein bisschen entscheidend war, zumindest kurzzeitig entscheidend war, definitiv das Bangen von Quoth in die Wand. Da hätte halt der D-Cap verhindert werden können. Ein längerer Cap auf der Henge hätte dann eventuell sogar zu einer Führung und vielleicht sogar schlussendlich zu einem Sieg geführt. Vor allem, da wir gesehen haben, wie lange das gedauert hatte, bis die Henge wieder den Besitzer gewechselt hat. Also da haben sie sich wirklich in den großen Teamfight verbissen. Und wäre da der D-Cap nicht gekommen? Ja, das hätte durchaus was drehen können. Aber es war ja noch nicht das letzte Match. Wir sind hier in einem Best of Three, was bedeutet, wir gehen gleich in die zweite Map und das ist nämlich Legacy of the Fofire. Richtig. Bevor wir allerdings das Spiel starten, würde ich sagen, schauen wir auch nochmal durch die Builds von Box, um das mal hier komplett zu haben. Gerade ein bisschen flüchtig über 55 gesprochen, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Zeit. Also, Bullet Punch spielt, wie wir bereits schon gesagt haben, einen offensiven Wächter mit Runen der Flammenlegion, Berserker-Amulett, Großschwert und Zepter-Fokus. Das hat er so auch schon im Turnier der Legenden gespielt. 2-1-6-1-4, der, wie wir ihn damals immer getauft haben, berühmte Mittelfinger, da im Bereich Tapferkeit. Dann haben wir Quoth. Quoth spielt Elementalist. Dasselbe Bild wie Issei drüben, hat gerade einen Stab angelegt zum Buffen zu Beginn, spielt aber an sich Double Dagger mit Rune der Stärke, dem himmlischen Amulett und 0266 00266, so. Schon gewundert, irgendwas klang da falsch. Milo Kreiter spielt den typischen Bunker-Guardian oder Bunker-Wächter mit Stab und Streitkolben-Fokus. Dazu Rune des Soldaten, Clerics Amulet 01661. Drei Shouts hat er mit dabei, Renewed Focus hat er mit dabei. Das kennen wir so, das spielt sein Gegenüber exakt genauso. Ingenium spielt Hambo, das heißt mit Hammer und Langbogen, Rune der Stärke, Soldatenamulett 00626, identisches Bild zu Karsaib. Und Himbeersaftglas als Nekromant hier mit Stab und Zepterdolch. Dazu Rune des Reisenden für die Bewegungsgeschwindigkeit und tollwütiges Amulett. In den Trades 06206. 6206, ja. Passt. Dazu, ja, Siege der Bosheit, verdorbener Segen und der Fleischwurm als Stunbreaker. Auch da keinerlei großen Überraschungen eigentlich dabei.
Gut, die Jungs vom Ancient Stream sagen ready up. Hoffen wir, dass das relativ zügig geht hier auf der zweiten Map. War auf jeden Fall ein guter Einstieg, würde ich sagen, in den Weekly Cup mit der ersten Karte. Schönes Match, knappes Match. Und das lässt Hoffnung hier für Vfire. Vielleicht allgemein deine Meinung? Welches Team reißt hier mehr? Das könnte hier allein durch die Tankiness, wenn sie das nicht zu probieren, zu viel Pressure auf irgendeinen Punkt zu machen, also zu viele Ressourcen, zu viele Spieler da von den Punkten wegbewegen, sehe ich hier sehr gute Chancen für Lunch, um ehrlich zu sein. Ja, ich sehe es zum Beispiel anders. Ich mag die Immobility von Shad und Misha. Das ist die Frage, werden da Punkte offen gelassen? Okay, Portal Plays. Immer so ein bisschen. Portal Plays sind auf jeden Fall drin. Und gerade so Richtung Lord Kill mag ich das besonders. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Wir schauen jetzt in Split hinein. Blaues Team noch immer 55. Auf der roten Seite haben wir Lunchbox. Und vom Split her eigentlich der typische 55-Opener. Statt Misha Richtung Quarry Issei wird jetzt hier zum Waterfall geschickt. Das heißt nicht wie sonst immer Karsype. Das scheint ihm wohl hier als Elementalist ganz gut zu liegen. Das Aufeinandertreffen in der Mitte von Warrior und Wächter ist identisch. Oh. Und so ein bisschen scheint man sich an den Opener hier gewöhnt zu haben von Box. Wir haben nämlich am Quarry ebenfalls zwei Leute mit Bullet Punch und Himbeersaftglas. Und die Kombination kann die böse Offensiven. Für die beiden werden. Die kann böse für die beiden werden, denn gerade bei so einem offensiven Guardian kann er durchaus mal so ein burstiger Typ wie Shad oder Misha einfach mal liegen, wenn sie da nicht aufpassen. Na, wir sehen allerdings, der Schaden auf Himmelsaftglas ist gut. Sie haben die Deathshot bereits draußen und er geht da auch in den Downstate. Der Cap war kurzzeitig durch, das hat sie zumindest schon mal 8 Punkte Vorsprung gehabt. Milo Kreiter musste jetzt aber hier zurückrotieren. Bullet Punch steht alleine auf dem Punkt drauf. Jetzt steht Misha gerade nicht sehr, sehr knapp da mit dem Stomp nicht durchgekommen. Wäre Misha auf den Punkt gegangen, hätte er da zumindest den Decap bekommen können. Jetzt muss der Patreon natürlich aufpassen, das Portal von Misha liegt. Oh, Shad probiert es auch mit dem Burst auf Himbeersaftglas. Wenn er ihn der Daumen bekommt, kann er sich auf jeden Fall rausziehen. Melo inzwischen auch für 55. Jetzt ist hier aber noch down. Beide setzen zum Rest an. Wir haben natürlich noch ein bisschen Damage da von Bullet Punch. Sie wurden genockbacked, also keine Stability da für den Rest. Beide stehen wieder. Wir haben noch das Portal. Theoretisch könnte da Misha momentan in der Mitte aber sehr gut hier gegen Odium. Das könnte, wenn sie da nicht schnell sind und das sind sie. Oh, und jetzt haben wir am Waterfall das Elementalist 1 gegen 1 zwischen Issei und Quoth positiv für Box beendet. Quoth hat da so ein bisschen den Waterfall im Blick, wollte sich aber auch schon Richtung Mitte orientieren. Das, was ich eher vermutet hätte, aber es scheint so, dass sich deine Variante bestätigt und sie den Punkt versuchen werden zu verteidigen. Das heißt, Issei geht hier auch das zweite Mal, nee, geht diesmal nicht das Elementalist One-on-One ein, sieht, dass er da vielleicht ein bisschen das Nachsehen hat. Quoth hat ja auch schon Elementalist gespielt, als es noch nicht richtig available war im PvP. Und ja, das scheint sich jetzt hier. Jetzt klärt sich aber hier gerade die Situation am Quarry. Und zwar hatten wir da immer noch die beiden burstigen, zumindest burst-ähnlichen von der Seite von Box. Himbeersaftglas und Bullet Punch. Bullet Punch einfach geschmolzen da gegenüber Misha. Das ging sehr, sehr schnell zumindest. Hat er das Portal benutzt? Ich glaube, oder? Um da Melo und sich wieder in die richtige Position zu bringen. War leider ein bisschen zu spät, das kann ich gar nicht sagen, aber könnte durchaus sein. Ja, es ist genau in dem Moment abgelaufen, oder wäre in dem Moment abgelaufen, das heißt, ich denke, sie werden es da gezogen haben. Jetzt rotieren hier Shad, oder zusammen mit Shad und Karsep in der Mitte, haben sie Milo Kreiter down bekommen, das heißt, der Bunker Guard ist schon mal so ein bisschen aus dem Weg geräumt, haben dafür allerdings auch den Quarry offen gelassen. Wir sehen, Bullet Punch ist da schneller unterwegs als Karsep. Karsep wird es nicht rechtzeitig auf den Punkt schaffen, das ist auch hier wieder der Decap. Shad wiederum nicht rechtzeitig, um den Decap auf dem Waterfall zu bringen. Quoth war da schnell genug mit Ride the Lightning. In der Mitte jetzt aber Ingenium nochmal down, also der fällt wirklich und fällt. Der schmeißt sich immer wieder in den Midfight rein. Jetzt auch genug Damage, um den Stomp durchzubringen. Er wurde noch einmal weggenockt, aber nicht außerhalb der Range. Himbeersaftglas fällt direkt danach. Und somit könnte das hier jetzt... Nein, das könnte nicht zu einem Early Midcap führen, denn die Leute rennen einfach immer wieder rein. Aber jetzt sehen wir, Shad probiert hier so ein bisschen Quoth zu outplayen. Das Problem ist, er hat seinen Fiery Greatsword geworfen und damit ist er um einiges schneller, als er normalerweise schon ist. Und das reicht theoretisch, um mit Shad mitzuhalten. Das heißt, keine großen Chancen hier von seiner Seite. Er probiert jetzt hier in der Mitte den Burst auf Milo Kreiter zu bringen, um einfach die Sache in dem Mitkampf zu regeln.
Aber das dauert trotzdem ein bisschen, auch wenn es der Bunker Guard ist. Jetzt haben sie down und jetzt haben sie auch unten am Quarry gerade gewonnen. Da kam nämlich Issei, der es mit Bullet Punch aufgenommen hat. Und der mimt da jetzt auch so ein bisschen den Defender. Misch könnte ein paar Probleme bekommen. Er wollte nämlich einen Sneaky Decap ansetzen. Hatte da aber das Problem, dass nicht nur Cueve, sondern auch Ingenium ihm da hinterher kam. Hinweis auf Glas direkt nur als Dritter. Das war da, glaube ich, gar nicht mehr nötig. Misch zieht sich jetzt zurück und ich glaube, jetzt muss die Mitte verteidigt werden. Denn es sieht so aus, als würden sich alle wirklich dahin bewegen. Ich mag die Positionierung von 55 hier gerade mit Melo zwischen den Punkten in der Mitte, Misha und Karsaib und Issei, der da schon mal so ein bisschen unten das Tor angehauen hat, also gute Hälfte der Lebenspunkte runter. Das heißt, sie halten sich diese Option da durchaus warm. Schad bockt sich da so ein ganz bisschen mit Bullet Punch, aber das will, glaube ich, nicht wirklich geschehen da, also zumindest Shut will da raus. Der Immobilize hat ihn da gerade erwischt, der Heal noch in letzter Sekunde, hat da übrigens auch Hide in Shadows dabei und nicht dass der Evade hier, den wir sonst sehr oft sehen. Jetzt, er kann nicht, ich weiß gar nicht, warum er da oben hin wollte, er war ein bisschen low, Quave stand da schon mit einem Auge drauf und Issei sollte da eigentlich ein Auge auf den Quarry haben, weil wenn er sich dahin verzieht, kann er schnell mal explodieren gegen den Ele. Ja, aber man muss halt sagen, das war von Issei schon sehr, sehr gut gemacht. Das heißt auch geplant von Shad, dass er da hochgeht. Wahrscheinlich wollten sie den gemeinsamen Burst of Quove anbringen, was nicht ganz funktioniert hat in diesem Moment. Muss natürlich auch sagen, dass Shad extrem low war bei diesem Versuch. Allerdings ist der Waterfall jetzt komplett nackt, nachdem Quove hier in der Mitte in den Downstack gegangen ist. Eventuell wäre das der richtige Angriffspunkt für Shad gerade. Quove jetzt sehr, sehr schön gerest von Milo. Und immer, wo ich sage, zieht Shad durch. Das ist sehr, sehr schön. Danke dir. Ich hätte mich jetzt blamiert, wenn du es nicht getan hättest. Ja, man muss aber auch sagen, man muss das erstmal realisieren. Ist der jetzt wirklich offen? Die Teams sind unheimlich gut darin, wirklich da die Übersicht zu halten. Und wird sich das Ganze hier jetzt in Richtung Quarry bewegen oder ist das einfach nur so ein Off-Point-Fight? Wir haben auf jeden Fall zwei Leute, Misha und Issei, die sich hier zurückziehen. Quove, Odium direkt hinterher und Himbeersaftglas natürlich auch. Also 2-3 momentan. Da sollte sich vielleicht noch jemand bewegen. Wir haben Aldimiri, der vom Respawn gerade wieder zurückkommt und sich, glaube ich, in die Richtung bewegen wird. Aber das war zu spät für Issei. Auch kein schlechter Fight hier für 55 HP, selbst wenn sie ihn verlieren. Sie halten halt gerade einen 3-Cap, weil eben Shad auch bis zum Ende durchcappen konnte. Jetzt hat sie Issei in den Downstack gebracht. Quove hat dann nochmal sehr, sehr schön mit der 5er-Ability von der Luftmagie Issei vom Punkt geworfen, setzt er immer wieder zu einem Stomp an, zieht aber scheinbar nicht durch. Wollte wahrscheinlich das Nebeln von Issei aktivieren, aber der ist eigentlich froh, wenn er gestompt wird und endlich laufen kann. Denn aus der Situation konnte er nicht wieder hochkommen. Immer noch Double Cap 55 HP. Wird jetzt ein bisschen offensiver hier angegangen von Box in der Mitte. Wir sehen Milo, Kreiter, Ingenium und Himbeersaftglas mit dem Engage. Aber Karsaib und Melo stehen erstmal sicher. Shad ist da, glaube ich, wäre da, glaube ich, eher das Ziel, um anzugreifen. Der allerdings mit ein bisschen Unterstützung seiner Kollegen gerade Bullet Punch ausgeschaltet hat. Ja, ich hätte mir gerade eigentlich glatt gedacht, dass sie, nachdem sie da zwei Leute von 55 wirklich aus der Gleichung rausgenommen haben, da jetzt sehr, sehr aggressiv auf den Mittpunkt rollen würden und einfach probieren, das möglichst schnell zu klären. Dem war aber nicht so. Sie haben da so ein bisschen rumgeplänkelt und sind jetzt wieder in einem großen Teamfight gelandet, was sich halt hinziehen kann bei den beiden Teams und momentan sehr, sehr stark in Richtung 55 geht. Himbeersaft Clown down. Wir hatten gerade eben noch Bullet Punch, der sich jetzt wieder in Richtung Waterfall bewegt, wo aber Issei schon zur Stelle ist. Ja, wir haben die Elementalists wirklich, die jetzt hier die Rolle so ein bisschen des Backpoint-Defenders übernehmen, Issei und Quove. Wobei Issei das jetzt probiert, ein bisschen offensiver hier zu verteidigen, weil er halt einen Blick auf die meisten Boxspieler hatte. Jetzt ist er in den Himbeersaftglas gerade respawned. Ich bin gespannt, wie schnell Issei das in den Sinn kommt, weil der ist nämlich schon auf dem Weg zum Waterfall. Und auf der anderen Seite probiert es gerade Misha, hat gesehen, dass Quove ein bisschen offensiver steht. Aber er kann da, glaube ich, gegen den Elementalist nicht viel machen, sollte sich da schleunigst wieder rausbewegen. Wir sehen, wie schnell der arme kleine Messmer hier low geht. Und jetzt haben sie, glaube ich, den Waterfall ein bisschen verschenkt an Himbeersaftglas. Und zudem ist die Mitte auch nicht ganz so sicher. Also 55 hat das hier noch lange nicht durch, das Match. Das auf jeden Fall nicht. Sie haben mit dem 3-Cap, den sie zwar nicht allzu lange, aber zumindest für eine gewisse Zeit halten konnten, schon wirklich Vorsprung aufgebaut. Die hat sehr schön Bullet Punch da aus der Mitte. Der hätte natürlich noch gefährlich werden können, besonders in einem Fight, wenn sie hier nochmal auf dem Waterfall agieren. Himbeersaftglas ist momentan der Einzige, ist auch schon direkt in die Seuche gegangen und da wollen sie jetzt, glaube ich, einfach durchdamagen. Milo aber auch auf dem Weg. Er muss sich jetzt vom Punkt runterziehen. Der D-Cap ist durch, aber der Cap wird es erstmal nicht. Ja, wobei man muss echt wirklich also sagen, dass da der Damage von Shad und Issei einfach stimmt.
Also Issei als Elementalist hat ja sowohl Damage als auch Sustain-Qualitäten und das merkt man einfach in der Kombination von 55 HP sehr, sehr schön. Wenn der Fokus stimmt, dann selbst in der Seuche Himbeersaftglas ja nahezu weggeschmolzen. Ja. Und deshalb muss jetzt hier Box auch rotieren. Wir sehen Ingenium den Helmbau ebenfalls jetzt hier mit auf dem Waterfall drauf. Kassab allerdings alleine in der Mitte. Das ist gerade das, wo 55 eventuell noch angegriffen werden könnte. Er könnte da ein paar Probleme bekommen. Hat nämlich jetzt gerade schon den Dio Pain rausgehauen. Hat seine Berserker Stance noch ready. Aber ja, da kommt auch jetzt schon die Verstärkung. Melo ist da, ist wirklich eigentlich genau richtig, um einen theoretischen Rest anzubringen. Aber Aldimiri schafft es auch noch gut genug, sich da wieder rauszubewegen. Ja, aber Box reagiert jetzt ebenso. Sie probieren jetzt hier durchzupushen, komplett auf den Waterfall, ignorieren dabei allerdings den Quarry. Hier wäre jetzt eventuell die Chance für Karsap gewesen, auch wieder ein Decap anzubringen. Die Frage ist natürlich, wie schnell kannst du das wirklich im Fight sehen? Shut ist das Fokus-Target von Box, das muss man sagen. Haben da auch sehr, sehr gut probiert zu erraten, wo er steht im Shadow Refuge. Das hat ihm einfach im Cleave unsichtbar sterben lassen, denn, das ist die Grundregel, unsichtbare Diebe sind nur nicht sichtbar, aber nicht unverwundbar. Und das wurde Shutter so ein bisschen zum Verhängnis. Sein Glück allerdings, dass Milo Kreiter hier gestompt wurde, damit kam auch Misha gerade eben wieder nach oben. Und in der Mitte hat Karsaib jetzt gegen Bullet Punch verloren. Und ich glaube, wir hatten da gerade noch in der Mitte auch noch Himbeersaftglas oder zumindest irgendjemand, der noch drauf ist. Shutter jetzt zum Sterben noch in die Mitte gegangen, verhindert auf jeden Fall den Cap. Aber momentan der einzige Punkt, der im Besitz von irgendjemandem ist, ist hier der Quarry und der tickt für Lunchbox und damit können sie theoretisch wieder was aufholen. Momentan 100 Punkte Führung. Das kann dauern, aber ist auf jeden Fall keine unmögliche Sache. Wir müssen vor allem den Blick auf die Lords behalten. Das sind 150 Punkte. Beim Stande von 350 Punkten könnte Box das also noch sehr, sehr schnell über den eventuellen Lord Rush regeln. Wir sehen Issei und Misha jetzt beide down hier am am Waterfall. Und da wird auch safe gestompt von Ingenium auf den Elementalist. Jetzt müssen wir schauen, Misha wird ja, glaube ich, einfach nur down, einfach nur per Schaden aus dem Spiel genommen. Das geht gegen Mesmer relativ gut. Kassab steht allerdings rechtzeitig wieder auf den Punkt drauf, um zumindest den Cap zu verhindern. Wir sind jetzt aber A, bei einem Double Cap von Box hier gerade durch den Cap in der Mitte und B, bei 350 Punkten auf beiden Seiten. Eventuell wird da also in nächster Zeit ein Lottage geplant. Jetzt hat aber, glaube ich, gleich erstmal der Decap auf den Shut hatte da gerade noch einen auf Combat Medic gemacht, musste dazu aber seinen Shadow Refuge nutzen und hat dadurch den Cap in der Mitte hergegeben. Milo lebt dadurch zwar wieder und kann auf jeden Fall den Waterfall absichern, aber der Two-Point Cap, der ist natürlich jetzt gefährlich. Ist probiert er was gegen zu machen, aber Bullet Punch steht bereit am Quarry und Himbeersaftglas zieht sich da auch hin. Aber Shut zur Unterstützung und da wir haben gesehen, beide, Himbeersaftglas und Bullet Punch, können wirklich sehr, sehr schnell liegen, wenn der Fokus Box stimmt. Box kämpft jetzt auf den Außenpunkten in Unterzeit zumindest, was hier den Kampf am, ist es Quarry angeht? Also müssen sie theoretisch, immer müssen sie doch theoretisch unterzeigen. Kassab war gerade erst gedauert, okay. Dann ignoriert das, was ich gerade eben gesagt habe. Sie kämpfen auf beiden Seiten ausgeglichen. Das Rotieren hier von Milo Kreiter Richtung Quarry hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sie sich wieder hochresen konnten, aber auf Kosten. Shut ist jetzt gerade auch noch Invis durch die Masse durchgerannt und keiner hat es gesehen. Das heißt, er kriegt jetzt auch noch den Decap auf dem Quarry. Wir hatten einen kleinen Bug, die Unsichtbarkeit wurde nicht angezeigt, was aussah, als würde er da einfach durch die Masse rennen. In der Mitte wird der Cap jetzt aber gleich wieder kommen. Wir hatten den Führungswechsel vor wenigen Sekunden. 421 dann, zu 412. Ist er da nochmal drauf? Nee, ist zu langsam. Ich war auch nicht sicher, warum Issei da so lange gewartet hat, bis dann Himbeersaftglas auch in Ruhe den 4 legen konnte. Das war vielleicht ein Ticken hier zu viel riskiert von Issei. Muss allerdings auch aufpassen, natürlich, dass er nicht stirbt. Erstmal zusehen, dass da ein bisschen rotiert wird, wegrotiert wird aus der Mitte von Box. Jetzt vielleicht der Versuch von 55 HP wieder ihren eigenen Capture Point zu bekommen oder ihren eigenen Close Point wieder in Besitz zu bekommen. Da hat es Ingenium gerade erwischt, aber Quoth und Milo Kreiter stehen beide ebenfalls auch auf dem Punkt drauf. Da liegt ja noch ein Fiery Greatsword. Ich bin mir gar nicht sicher, von welchem Team das ist. Das sieht man leider nicht. Wenn Milo Kreiter da natürlich dran käme, würde er einen Sustain einbüßen, aber könnte zumindest ein bisschen Damage lesen. Müsste das von Box sein. Sie schmeißen jetzt wirklich viele Ressourcen auf den Waterfall, haben aber dabei noch das Problem, dass Himbeersaft in der Mitte steht und den Point einfach holt. Und Shut gerade auch ohne und Shut gerade unglaublich viele Probleme hatte mit Bullet Punch auf dem Quarry, da den Cap hergegeben hat. Und jetzt haben wir wieder einen Double Cap und um ehrlich zu sein, ich sehe da nicht mehr viel, was hier noch was dran drehen kann, dass wir in die dritte Runde gehen. Es sieht sehr, sehr stark danach aus. Also Box hat das
wunderbar gedreht. Jetzt zieht sich Bullet Punch wieder ein bisschen zu weit vom Quarry weg. Hier könnte es doch zu einem Decap kommen. Hat jetzt allerdings Shutt gesehen und demnach hat sich dieser Versuch auch schon wieder erledigt. Ja, der Double Cap von Box sorgt dafür, dass sie wirklich jetzt durch das Match kommen. Nochmal der Stomp auf Misha mit dazu. Damit sind wir bei 498 Punkten und damit ist das Match durch. Wir gehen direkt zu Beginn in ein drittes Match. Genial. Und wir haben eine kleine Side-Love-Story zwischen Bullet und Shutt. Wunderbar. Ja, direkt ein drittes Match im Viertelfinale. Ist das nicht mal ein Auftakt? Das ist ein wunderbarer Auftakt, aber das hat man auch schon so ein bisschen bei dem Matchup vermuten können, dass die beiden Teams sich hier nichts schenken werden. Ja. Hey, so ein kleines, und ich hatte recht. Das ist so ein vorgezogenes Halbfinale. Ich hatte recht, übrigens. Ich habe gesagt, ja, stimmt, Box holt sich das. Ja, okay, Mr. Prophet, wie sieht's denn dann gleich auf Kylo aus? Ah, crap. Ja, da kommt's doch drauf an, mein Freund. Sag du mir doch erstmal deine Meinung. Ich wollte gerade einen Facebook-Post machen, weil die Stunde rum ist seit dem letzten. Ah, da kann ich mir ein bisschen okay. Für uns werben. Warte mal, also, wenn wir mal überlegen. Wir haben immer die Elementalists sehr defensiv gesehen. Das könnte durchaus auch hierhin passen. Die Frage ist, wenn hier das Trebuchet eingesetzt wird, hat hier 55 natürlich mit der höheren Mobilität bessere Chancen, da irgendwas zu reißen. Und an sich haben sie auch allein durch den Deep und durch den Mesmer eine unglaubliche Mobilität um sich, wenn ich das hier einmal zeige, hier an der Ledge am Clock Tower an der Seite hoch zu porten. Das kann halt nur Quoth auf der anderen Seite. Oder, warte mal, hat Bullet auch noch den Port dabei? Was spielt er nochmal? Auf dem Zepter Focus? Ne, das hat man auf dem Sword. Also hat er dabei keinen Port. Ich glaube, der Necro hat noch einen Port, aber an sich sehen wir auf jeden Fall mobilitätstechnisch hier ganz klar den Vorteil auf der Seite von 55, noch ein bisschen stärker, als das im letzten Match war. Und ich weiß nicht, wie gut sich hier wirklich die Bunkerlastigkeit ausspielen wird. Ich sage, das holt sich 55. Okay, du sagst 55. Und ich meine ich würde sagen, auch mal gar nicht so undeutlich, also nicht ganz so knapp. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich lag schon vor in vergangenen Matches oft sehr, sehr falsch. Ja, was halt ein 55 spielt natürlich dadurch, dass sie Issa dabei haben, nicht in ihrem Standard-Line-Up. Wobei sie da auch wieder ein bisschen rotieren möchten. Issa ist ja ursprünglich ein großer und wichtiger Teil von 55 gewesen. Das war ja das damals der Einbruch 55 gegen Cheese Mode, dass die ersten drei Weekly Cups da eher in Favor für 55 liefen. Danach musste halt Naya Issa so ein bisschen ersetzen wegen seiner Verletzung an der Hand. Das ist auch immer noch nicht ganz ausgeheilt. Also Issa ist noch lange nicht in Topform. Und das merkt man auch. Sieht man ja sehr, sehr schön in den 1-gegen-1-Situationen gegen Quoth. Verliert er halt einfach noch. Und das ist ein großer Vorteil auf jeden Fall für Box, dass sie halt immer wieder Quoth gegen Issa schicken können mit dem Wissen, dass auf Dauer Quoth das gewinnen wird. Das kann diese sich auch Insider hier... Insider-Informationen, da haben wir richtig hier medizinische Einschränkungen und so. Das ist Sport hier. Das ist Sport. Das ist Sport, definitiv. Also wir entwickeln uns ja auch immer mehr in die Richtung. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber das Turnier der Legenden hat halt schon einige Dinge wieder mehr in den Fokus geholt. Richtig. Und jetzt werden wir uns aber hier in wenigen Sekunden dem dritten und entscheidenden Match hier im ersten Viertelfinale oder in dem einzigen Viertelfinale was wir zeigen, aber Lunchbox auf der roten Seite und 55 auf der blauen. Ist aber sehr, sehr schön, wie bei uns im Chat so ein bisschen für den Außenseiter, zum Außenseiter gehalten wird. Vom Opener haben wir Karsalp hier zum Close Point, auf der anderen Seite Himbeersaftglas. Bullet Punch mimt da so ein bisschen die defensive Variante, um die Windmill zu verteidigen. Da wird Shutt jetzt nämlich auch hingeschickt. Milo Kreiter auch da, also direkt mit drei Leuten hier zur Verteidigung der Windmill. Ich bin mir nicht sicher, ob das eventuell einen frühen Tod in der Mitte für Ingenium bedeuten könnte. Der hat natürlich seine Stances ab, das heißt, er kann da ein bisschen was aushalten, hat allerdings auch schon die Berserkerhaltung draußen. Jetzt hat es Schmerz ertragen erwischt. Das heißt, lange wird das hier nicht mehr machen. Milo Kreiter ist auf dem Weg rotiert, jetzt auf den Punkt drauf und Ingenium zieht sich sofort nach unten weg. Sehr, sehr so schön gemacht und gut gehalten. Shutt hat aber wirklich da die Leute kurzzeitig beschäftigt. Das hat noch nicht ausgereicht. Er hat sogar noch Himbeersaftglas halb down bekommen. Das Duell hier Aldemiri gegen Quoth sieht so aus, als würde Aldemiri das einigermaßen klar für sich holen, obwohl man sagen muss, eine halb geleerte HP-Bar
bei einem Ele sagt nicht viel aus. Zumindest nicht, solange er noch die Wassereinstimmung in irgendeiner Art und Weise ready hat. Ja. Wenn die natürlich gerade auf 9 Sekunden Cooldown wäre, dann könnte das schon echt unangenehm werden. Aber allgemein macht sich Carsipe hier sehr, sehr gut. Es entscheidet sich so ein bisschen mehr über die Mitte. Da hat es nämlich jetzt Himbeersaftglas erwischt. Oh, Schat jetzt aber HP, sehr, sehr also schnell hier wieder den Außenpunkt im Blick. Hat es nicht ganz geschafft. Will sich da einfach Bullet Punch annehmen und hat ihn da auch noch kurz festgehalten. Könnte theoretisch, ich weiß gar nicht, ob gerade sogar der Immobilize geprockt ist, den ja, Decap hier durchbekommen. Also wunderbarer Einsatz. Ich glaube, das war das Ziel von Schat. Ja, kurzer Burst, den Squishy auf 50% kriegen und damit den Immobilize rausreizen. Also wunderschön gemacht. Ja, hat der Decap durchbekommen, allerdings auch wieder in nächster Zeit der Cap hier für... Oh, und jetzt in der Mitte der Stomp auf Milo und das könnte hier entscheidend sein. Wir haben nämlich hier dann wieder Odium als einzige Defense auf dem Mittpunkt und der hat keine Cooldowns mehr. Und wir sehen, wenn wir die Außenpunkte schauen, Windmill jetzt in den Händen des roten Teams und wir sehen die Menschen jetzt für 55 HP. Quoth liegt da noch im Downstate. Carsipe hat ihn da so ein bisschen im Blick, dass er da auch wirklich ausblutet. Also leicht in Favor hier für 55. Auch der Midfight sieht so ein bisschen danach aus. Das machen sie hier zurzeit sehr, sehr gut. Haben jetzt auch Himbeersaftglas down bekommen. Das heißt, wenn es hier mal wirklich in den Teamfight geht und der Burst stimmt, und das ist gerade hier auf dem Clock Tower gut möglich, und dann gerade auch sich gegen das 55. Bullet möglich. Der ist nämlich da Shad und Misha so ein bisschen entgegengekommen. Jetzt haben wir auch noch einen sauberen Decap. Bullet da noch an der Seite am Sterben. Wird einfach liegen gelassen. Bisschen Damage noch drauf, dass er sich auch wirklich nicht wieder hochholt. Und ja, das Portal wurde da gelassen. Und durch das Portal natürlich immer wieder Druck. Ich weiß nicht, oh, Shad rennt jetzt hier in die Zange von 3 Leuten. Das könnte durchaus gefährlich werden. Wird aber halt noch ein bisschen den Punkt Decap zeigen. Jetzt sollte er sich da allerdings vielleicht zurückziehen. Also es dreist auf jeden Fall. Und jetzt kommt aber das Portal. Oh, und Melo kommt mit dazu, der es jetzt decapped halten soll. War das wirklich der Plan da von Anfang an? Das war wirklich war das gut sehr, sehr stark von 55. Und mit dem Timing dann auch wirklich perfekt so gesehen. Naja, in der Mitte brauchen wir noch ein ganz bisschen, da brauchen wir noch die Hilfe. Shad ist da jetzt auch down gegangen, weil wir Cueva und Maldo da wieder haben. Izzy aber sehr gut im Retzen da. Aldimiri wieder zur Verstärkung und immer noch Melo und Misha hier, die probieren, was gegen die Windmill zu machen. Der Cap ist durch, aber es, ich weiß nicht, ob sie da wirklich bleiben wollen. Misha hat auch schon ein paar Probleme, sie ziehen sich zurück. Und glaube ja, ich wieder auf den vielleicht Mittpunkt. Vielleicht sogar einen Tick eher machen sollen, denn wir haben hier unten die nackte Menschen. Da hat sich jetzt Bullet Punch drauf positioniert und den Decap durchbekommen. Wir sehen, Carsipe und Shad sind hier jetzt aus der Mitte rausrotiert. Stattdessen kamen dann Melo und Misha in die Mitte, wobei auch Melo hier direkt durchgeschickt wird. Also Issei ist jetzt derjenige, der hier schon mal ein bisschen den Clock Tower verteidigen darf, hat ein Auge auf Ingenium, ob da eventuell was an der Windmill zu holen ist. Und der große Fight startet unten an der Mansion gerade. Da sehen wir Shad, Focus Target von Box, kriegt da sehr, sehr viel Damage, muss sich da früh rausziehen, ist auch schon unter 1000 Lebenspunkte. Den Rest werden sie nicht hinbekommen. Oder doch, der Knockback hätte es da machen können, aber da kam halt direkt der ordentliche Damage von einem Shattermesmer und einem, ja, eigentlich von allen da einfach drauf. Das war sehr schwierig, das da zu machen. Jetzt nochmal, da Bullet jetzt unter dem Gitter gestorben. Das ist auch eine interessante Position. Wollte sich da so ein bisschen aus dem Damage rausholen und ein bisschen Line of Sight gehen, aber Shad hat einfach einen Dreck draufgegeben und ihn da trotzdem bekommen. Und in der Mitte die haben Rotation, wir jetzt einen Wechsel. Ja, 55 wollte da sehr, sehr schön rotieren. Issei Richtung Farpoint und Carsipe in die Mitte haben sich da ganz knapp um ein paar Sekündchen verschätzt. Da war Ingenium schneller und hat sogar den Cap durchbekommen. Das heißt, wir probieren jetzt hier so ein bisschen auf die Außenpunkte zu spielen, haben allerdings die Situation an der Menschen nicht hundertprozentig sauber geklärt, weil Bullet Punch nämlich wieder hochkam hier an der Stelle mit Hilfe von Milo. Und das bedeutet, dass es hier zu einem Double Guardian gegen den Pain Train kam. Allerdings Bullet Punch nicht hoch genug, um da wirklich lange zu überlegen. Überleben jetzt Shad und Misha hier mit dem gemeinsamen Burst gegen Milo. Der zieht alles, was er ziehen kann, hat nochmal einen Heal ab. Könnte auch noch Shad darunter bewegen, aber der wird halt keinen Stomp hinkriegen, weil der Damage da nicht da ist und stirbt auch noch auf Point. Off-Point. Das könnte jetzt ärgerlich. Sehr gut sein für 55. Milo da Offpoint erstmal liegen zu lassen, denn ein fehlender Bunker kann schmerzvoll sein. Quave ist jetzt hier gerade noch auf der Windmill und den Kampf werden sie sich hier auch holen. Denn da kann er nicht lange halten, wurde jetzt nochmal immobilized hier gerade, probiert sich mit Ride the Lightning rauszuholen. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich noch auf die Mitte wollen. Hat sich da in Shad Ride the Lightning, kann man das so sagen, ich bin mir nicht sicher. Und Issei geht nochmal drüber mit dem Feuerdamage, um auch sicher zu gehen. Es tat mir ein bisschen leid, der arme Quoth da von Box. Jetzt tut mir hier Misha ein bisschen leid. Wir haben nämlich Milo, der da immer noch am Liegen gelassen wurde. Der könnte jetzt theoretisch die Rettung an der Menschen sein. Aber Milo ist auch noch da. Milo, ne? Unterschied merken.
Sind beides Guardians, aber von unterschiedlichen Teams, liegt er immer noch, aber der Restversuch könnte ihn jetzt wirklich zum Verhängnis werden, weil da einfach der AE reingespammt wird. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, den man hat, wenn man mit Mesmer und Elementalist im Team spielt. Also da ist halt an AOE-Damage ist das Ganze kaum zu übertreffen. Und wir sehen, Himbeers auf Glas hat es jetzt auch erwischt. Das jetzt ist jetzt zu einem Stopper. Der wird wahrscheinlich auch derjenige sein, der jetzt hier gleich stehen gelassen wird, so ein bisschen auf dem Close Point. Wollen sie wirklich noch auf die Mitte gehen oder lieber absichern? Ich glaube, sie werden da nicht... Doch, sie werden auf die Mitte engagen. Ja, immer schon ein bisschen Pressure aufbauen, wenn du es dir halt erlauben kannst. Mit Kassab und Issei auf den Close Points kannst du es dir erstmal erlauben. Himbeersaftglas ist da zum Beispiel auch noch zu 90% aus dem Spiel genommen. Jetzt sehr, sehr schön übrigens hier an den Menschen. Issei hat Quoth kommen sehen und damage dann blitzschnell hier Himbeersaftglas down. Nur um sicher zu gehen, dass er nicht doch nochmal irgendwie ein Restversuch ankommt. Das ist mal das Gefährliche, wenn man Leute liegen lässt. Ja, das kann nach hinten losgehen, wenn man Pech hat. Wäre also fast hier mit Milo gewesen, aber haben sie dann doch noch rumgerissen. Milo steht jetzt hier in einer interessanten Position. Man merkt, er guckt, wo er wirklich gebraucht wird, an welchem der Außenpunkte. Bisher kam wohl noch der Call von unten, ist er, ja, ich habe hier Quoth im Griff, auf der anderen Seite Bullet Punch und Karsyp. Hat wohl Karsyp den Kommentar gegeben, ich habe Bullet im Griff. So steht Milo hier noch immer, beschäftigt so ein bisschen Himbeersaftglas. Auch Schatt, hat Schatt gerade das Trebuchet zerstört? Ja, ich glaube, weil der einfach nichts zu tun hat gerade. Naja, das hat das Trebuchet runtergehauen, nee, auf jeden Fall. Auf die Hälfte. War da doch jemand zugange am Trebuchet? Wir haben jetzt nochmal einen Engage Himbeers auf Glas auf der Menschen, aber der ist hier auch direkt wieder Gegner von Issei und Misha ist zur Stelle. Sie haben diesen Außenpunkte-Cap jetzt wirklich gerade im Griff. Das muss man einfach sagen. Ja, und Milo steht noch immer da in dieser Zwischenposition, aber wartet also wirklich auf den entsprechenden Call, wo er helfen soll. Okay, ist es das schon? Sagen Sie, das war's an der Stelle? Okay, nee, Bullet scheint zu stacken. Und das scheint dann wohl die Aufgabe von Box zu sein. Quoth setzt sich dahin, ja, in Gendium läuft auch so ein bisschen über die Mitte. Okay, Bullet scheint sich auch gestuckt zu haben. Das ist das dritte Mal in drei Matches. Also in jedem Match hat es ein Boxspieler geschafft, sich zu buggen. Vorhin war es Bullet Punch, der sich... Ja, jetzt hatten wir aber auch VCs, also... Nein, Dingens, Bullet Punch ist von sich aus DC'd, weil er halt nicht weggekommen ist. Achso, okay. Also das ist, ja, ja. Sie haben das GG gecallt, okay, weil er halt nicht wegkam. Also wir hatten, das war ja on camera, der Bug von Quoth am Erdwerk. Ja. Vorhin hat sich aber Bullet Punch auch am Waterfall-Ecke gebuggt und jetzt halt gerade Bullet Punch wieder hier an einer Ecke hängen geblieben. Das ist sehr, sehr ärgerlich für Box. Sehr, sehr ärgerlich. Ich meine, sie lagen jetzt hinten. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gemacht hätte, wenn Bullet Punch da jetzt weitergelaufen wäre. Aber es ist auf jeden Fall wieder so ein kleiner, bitterer Beigeschmack natürlich, wenn man überlegt, dass es drei Matches, drei Bugs waren.